Das Motto unseres Abi-Jahrgangs lautete: Lernst du noch oder lebst du schon? Genau diese 7 Wörter und das dahinter gesetzte Fragezeichen sind es, die meinen Herzschlag schlagartig schneller werden lassen, als ich sie jetzt, 9 Jahre später, auf einer Karte mit der Überschrift Einladung wieder zu lesen bekomme. Jahrgangstreffen. Keine Ahnung, warum es gerade jetzt so förmlich stattfindet. Man trifft sich zur Weihnachtszeit immer in Good Old Ostfriesland auf dem Leraner Weihnachtsmarkt, um Neuigkeiten auszutauschen, über sich und vor allem über die, die eben nicht da sind. Quasi die Vorstufe des gepflegten Altweibertratsches, nämlich ein 20er-Modus. End-20er, Abi vor 9 Jahren, Abi 2003. Wir erinnern uns, 2003. Gerhard Schröder, Bundeskanzler, Johannes Rau, Bundespräsident. Jeder war eBay und Rudi Völler trainierte die Fußballnationalmannschaft. iPhones, iPods und iPads kannte keiner. Und eigentlich konnten unsere Handys selten mehr als 60 Zeichen SMS und Telefon. Jeder hatte sich als Kind am Flutschfinger als Gehirnfrost geholt und am Petspender den Daumen kaputt gehauen. Jeder hatte mal die Yps gelesen oder wenigstens die Urzeitkrebse nach erfolglosem Züchtungsversuch desisoliert die Toilette runtergespült. Stuttgart war für uns nur eine Stadt in... Hessen und Erdkunde ein Fach, das wir oft schwänzten. Und wir saßen im Sommer mit unserem Reifezeugnis und einem Bacardi Rigo in der Hand zwischen Irakkrieg, Villa Riba, Villa Bajo und der PDS und dachten, unser Leben würde immer so weitergehen. 9 Jahre später wird nicht mehr geschrubbt, aber immer noch geschossen. Und bei Bionado und Backspin mit Johannisbeere schauen wir uns an und merken, wie viel und wie wenig sich doch verändert hat. Und dann ist da diese Einladung, die alles verändert. Und vor allem ist da dieses Fragezeichen. Lernst du noch oder lebst du schon? Ich gebe zu, ich habe in der Zwischenzeit viel gelebt, nämlich mindestens 2921 Tage. Habe geatmet, gegessen, geschlafen, gefeiert, genossen, geweint und gelernt. In der Uni sogar noch das kritisch Hinterfragen und das Auswählen von Seminaren aus Neugier und Wissensdurst, denn Bachelor war noch ein orientalisch klingender Grippevirus und Studiengebühren waren Zukunftsmusik. Ein guter Freund hat mir vor einiger Zeit einmal gesagt, gut, okay, es war nicht ein guter Freund, das ist genau seine Floskel, wenn mein gutes Buch lesen, es war für mich irgendein Typ auf der Straße und es war auch nicht vor einiger Zeit, sondern gestern. Also so ein Typ hat mir gestern auf der Straße erzählt, dass es eine bestimmte Frage gibt. Eine Frage, die keine rhetorische ist, aber auf alle Menschen so wirkt. Eine Frage, die als Antwort nichts erwartet, aber alles bekommt. Eine Frage, bei der alle zusammenzucken und sich impulsiv aufplustern, als wären sie bei einem Faunschaulaufwettbewerb des Ostostfriesischen Ornithologenverbandes. Eine Frage, die oft aus naiver Langeweile gestellt wird, dann gerade da am Ziel sich erst genau da trifft, wo es weh tut. Eine Frage, die, und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil der Aufzählung, oft genau gerade dann gestellt wird, wenn ein Jahrgangstreffen ansteht. Und? Was machst du so? Was antwortet man da drauf? Im scheinbar schlimmsten Falle die Wahrheit. Denn im Grunde genommen ist alles sehr simpel. Ein Formel-1-Fahrer fährt immer eine Runde. Ein Boxer zielt immer auf den Nieren. Ein Kaffeemaschinenanstalter drückt auf einen Knopf ein. Fahrstuhlherrufer drückt auf einen Knopf ein. Atombombenabwerfer drückt auf einen Knopf. Es ist grundsätzlich mal genau dieselbe Tätigkeit, nur die Auswirkungen variieren. Und ein Gärtner, ein Doktor, Doktor, dann Doktor ist besser als ein Master. Und ein Master ist besser als ein Bachelor. Und ein Bachelor ist besser als eine Ausbildung. Und eine Ausbildung ist handfester als irgendwas mit Medien. Und irgendwas mit Medien ist handfester als irgendwas mit Menschen. Erwachsene, gebildete Menschen pressen andere erwachsene Menschen in Kategorien von mehr oder weniger. Dabei sind sie selbst mehr oder weniger unsicher genug, ihre eigene Größe nur dann zu sehen, wenn sie andere klein machen können. Und anstatt sich mit guten Freunden zu bereichern, die sie so nehmen, wie sie sind, stellen sie sich selbst ein Armutszeugnis aus. So präsentieren wir uns als das ultimative Geschenk, das bitte keiner auspacken darf, denn in 9 von 10 Fällen sind wir alle doch eher Socken, Schlips und Schlüpfer statt Sechserlotto, Chefetage und Champagner. Aber wer sollte das merken denn? Wir sind Abi 2003 und als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dauerte es noch ein Jahr, um mit Menschen in seinem Leben in Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen teilen zu können. Gesichtsbuch war noch nicht erfunden. Heute sind wir Facebook und das Papier dieses Buches ist geduldig. Heute sind wir vernetzt und wissen doch nichts über uns. Dabei haben wir vor 9 Jahren gedacht, wir wüssten genau, was aus uns wird. Aber Obacht! Das Klaus-Kinski-Institut für Selbsterfahrung hat herausgefunden, dass die Abgabe von Prognosen unserer schnelllebigen Welt meist nicht sonderlich hilfreich ist. Hätte uns vor 9 Jahren beispielsweise jemand gesagt, dass im Musikfernsehen keine Musik mehr zu sehen ist, sondern nur noch Zeichentrickserien, in denen ein Seestern, eine Schnecke und ein Schwamm Burger braten und Abenteuer leben, dass ein Bahnhof Menschen einen und teilen kann und dass Steven Spielbergs Der weiße Hai heute nicht mehr annähernd noch irgendjemand zu Tode erschreckt, sondern vielmehr nur noch in Form eines Internetwitzes als der Film bekannt ist, der, wenn man ihn rückwärts schaut, von einem Hai handelt, der so lange Menschen ausspuckt, bis diese eine Strandbar eröffnen.
einfach mal erzählen, der kommt super. Und wenn mir dann noch gesagt, dass ein in Deutschland geborener Musiker eine Aussage für gelungene Integration dafür bekommt, dass er für vorteilsfrei alle Menschen beschimpft und ihnen Prügel androht, wenn sie nicht seiner Meinung sind, dann hätten wir uns gefragt, was ist denn jetzt los? Aber es hat uns keiner gefragt, es ist alles irgendwie einfach so passiert. Und gewährt haben wir es auch nur so mittelgut, wir waren ja noch nie sonderlich revolutionär. So kommt es auch, dass ich jetzt hier so stehe, Anfang Dezember in Leer, auf dem Weihnachtsmarkt. Ich schaue in die Gruppe und sehe keine Menschen, sondern personifizierte Abi-Umfrageergebnisse. Und dann kommst du auf mich zu und fragst, und? Was machst du so? Und ich denke, ich stehe gerade auf dem Weihnachtsmarkt und unterhalte mich mit dir. Und ich habe mich mitgebracht. Das muss reichen. Und hier, wenn du genau hinschaust, dann siehst du auch die unsichtbare Schleife, die ich mir extra für dich umgebunden habe. Das muss auch reichen. Im hübsch Einpacken war ich noch nie gut. Ich verbrauche immer so viel Tesafilm. Und ich sage, nichts Besonderes. Ich lerne und lebe. Vielen Dank fürs Zuhören.